Da sagen wir, Redner Kirchtag verspricht immer sehr viel, also sehr viel Lätzer noch. Ja, Stimmung, Party, so wie immer halt auf einem Feuerwehrfest, das gehört sich so. Ich hoffe, dass es ein super Stimmungwetter und eine Gaude und dass es ein bisschen flüssig wird. Wir sind da Stammgäste, wir kommen da alle Jahre wieder her und es ist wirklich immer top Gaude da, es ist wirklich zum Empfehlen. Dass lustig wird, dass sie viele Freunde trifft und ja, dass flüssig wird. Und die Feuerwehr gehört unterstützt. Eine gute Stimmung und viel, viel Leute. Wir sind der Fotopartner dieser Veranstaltung, natürlich sind wir natürlich dann exklusiv hier vertreten. Wer nicht zu Margareten nachkriegt, da kommt der erst nicht hin. Ich glaube, als Kommunalstellvertreter kann man nur erfreut sein, dass sich die Arbeit, die viele Arbeit, die wir uns alle Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, die mitarbeiten, ich glaube, jeder muss froh sein. Und wir danken den Herrgott, dass das Wetter gepasst hat. Und ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, die gekommen sind. Es ist wirklich erfreut für uns. Ich denke bei den 2.500, 3.000 ungefähr. 3.000 Menschen? Circa, ja. Von Wiener Schnitzel anfangen bis Hotdog, bis ja, Schnitzelburger, alles, was das Herz begehrt. Vom Schnitzel über Burger, über den Hotdog, alles, was du willst, bis wir nichts mehr haben. Ja, also sagen wir, Redner Kirchtag, der existiert schon seit Jahrzehnten, hat sich mittlerweile von der Hütte oben, aber aus Festzelt herausentwickelt. Angefangen haben wir mit ein paar hundert Gästen. Wenn man heute ins Festzelt schaut, haben wir ein paar tausend Gäste. Man kann das nur zurückführen, einerseits auf den guten Zusammenhalt in der Kameradschaft bei der Feuerwehr, einerseits an unseren Gästen, bei denen wir immer Partylaune und alles bringen mit. Und natürlich, was wir mehr haben, neben den kühlen Getränken und den kulinarischen, auch die super Live-Musik, heuer erstmalig mit Egon 7. Jetzt kommt die Stelle zum Abtanzen! Absolut spitze, die Leute sind ein absoluter Wahnsinn. Ich brauche gar nicht viel für die Stimmung tun, sie ist von Anfang an da. Heute wird es noch lang gehen, wir werden schauen, wie lange die Leute noch Lust auf uns haben, aber so wie es jetzt ausschaut, ist da noch viel, viel Power drin. Ich kann nur gratulieren, so ein Fest, wie es hier in St. Margarethen stattfindet, das kann man nur suchen, den ganzen Bezirk. Und ich gratuliere dem Veranstalter, mich persönlich gefällt es, ich bin jedes Jahr da vertreten. Ich sage einmal, die Stimmung bei uns ist super, wir sind mal freundlich, unsere Preise sind korrekt und unsere Musik ist heuer noch besser wie jemals, als wie je zuvor. Es ist eine super Zusammenarbeit mit den Ganzen und echt super. Was für ein Getränk ist denn heute der Renner? Aperol. Aperol, das habt ihr auch? Natürlich. Ihr seid ja top ausgestattet hier beim St. Margarethener Nachkirchtag. So wie immer. Eigentlich immer gute Stimmung da und immer lustig, eine Gaude und alles passt eigentlich und die Band ist auch super. Ja. Der Radler kommt am besten an. Radler, ja. Maria, heute ist aber so super da. Na, gefällt uns. Ein paar weiße Spritz haben wir schon getrunken. Ne? Papier. Auf was darf ich mich schon mehr gefreut? Worauf? Wenn weniger los ist. Tatsächlich ist da zu viel los heute. Ja, was der, da kommst du schwer zur Decke, jetzt haben wir einmal da, kommen wir nicht mehr weg. Wenn man sieht, die Leute sind wieder gekommen, sie haben uns ein Vertrauen wieder gesetzt, wir haben wieder eine neue Musik geholt und haben natürlich gehofft, dass wieder zahlreich die Leute kommen und wir sind sehr stolz drauf, dass wieder so viele Besucher gekommen sind. Ja. Südkärnten TV, das muss ich sehen.